Die Bestseller-Autorin Sana Gamour ist sich ziemlich sicher. Wenn ein Mann in dich verliebt ist, dann wird er um dich kämpfen. Sollte er das nicht tun, ist er bloß ein Fuckboy. Nach diesem Motto lebt Sana. Darüber hat sie auch eine Tour gemacht und sogar ein Buch geschrieben. Nun hatte sie ein Interview bei Big FM. Da spricht sie erneut über genau solche Männer. Sie glaubt, selbst in Indien ohne Empfang würde ein Mann es schaffen, seiner großen Liebe zu schreiben. Aber was sie da genau sagt, könnt ihr euch hier jetzt anschauen. Zufällig hier. Ich hab's ihm bequem gemacht. Ja. Bequem, dieses nächste Date zu machen. Digga, nein. Wir müssen damit aufhören. Soll er doch seinen Arsch bewegen. Wenn er dich sehen will, der kann in Pakistan leben. Der wird kommen und er wird dich sehen. Wenn er dich anrufen will, der kann in Indien leben, wo es kein WLAN, keinen Anschluss gibt vielleicht. Er wird trotzdem einen Weg finden, um dich anzurufen. Es gibt keine Ausreden. Wenn ein Mann will, dann will er dich. Aber lass ihn machen. Lass ihn kämpfen. Lass ihn erobern. Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig, ja, das ist wichtig. Das habe ich auch gelernt übrigens. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Seid ihr einverstanden mit dem, was Sana sagt? Und habt ihr das Buch Liebeskummer ist ein Arschloch gelesen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich freue mich auf euch.